Hallöchen meine Freunde und damit herzlich willkommen wieder zu Olafs Adventskalender Türchen Nummer 5. Mensch, morgen ist schon der Nico raus, ne, ganz klar. Und es schreitet voran. Tag Nummer 5 haben wir heute und wir ziehen natürlich heute wieder eine tolle Bierspezialität. Aber natürlich vorweg, es kommt erstmal die Auflösung von gestern, ne, beziehungsweise von gestern und vorgestern, also von Tag 3 und Tag 4. Es haben zwei Leute gewonnen und einmal der Jason und die liebe Katharina, jetzt auch hier unten eingeblendet. Der Jason hatte Ultimate Fishing Simulator und die Katharina ETS 2 in der Gold Edition gewonnen. Herzlichen Glückstrumpf. So, auch natürlich für heute wieder, Klimlink ist schon unten alles eingetragen. Wir öffnen aber jetzt erstmal hier Türchen Nummer 5 und das ist die 8 und das ist die 12 und die 10 und die 9 und die 21 und die 11 und die 6 und die 7 und die 23 und die 5. Da ist die 5. Öffnen. Reißen. Reinschieben. Und sorry, im Übrigen, das Video sollte gestern keine 10 Minuten gehen. Allerdings habe ich beim Rendern mehrere mehrere Musikspuren halt gelegt, ne, und hab die dann abgeschnitten, hab auch vergessen, dass weiter hinten noch eine Musikspur lag. Ja gut, deswegen so viel Schwarzbild, aber ich habe auch keine Werbung drauf, also nur einmal Werbung drauf geschaltet, deswegen. So, da haben wir den Sündenbock Doppelbock. Das sieht so mal richtig gut aus, ich halte das mal hier so hin. Da muss man sagen, ziemlich schick, bayerisches Bier, woher auch sonst. Starkbier, ne, bla bla bla, die Ultimate, der ultimative Bockbiergenuss, Verführung für das Angenehme. Mhm. Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfe und irgendwas anderes, was die kaum aussprechen können. Gebräut nach einem bayerischen Reinheitsgebot. Hergestellt und abgefüllt in der Schlossbrauerei Heringsdorf, KG in Heringsdorf. 7,3 Umdrehung, jo, alles klar, haltbar bis 12.10.2018. Na, immerhin. Können wir uns irgendwann mal gönnen, wenn ich von den Medikamenten runter bin? Definitiv. Freunde, was ist heute? Heute ist der 5. Was kam heute raus? Genau, ETS 2 Italia. Und was könnt ihr heute gewinnen? Genau, ihr seid gut. Habt ihr gut geraten. Klimlink ist in der Beschreibung. Für Steam wohl bemerkt, ne? Gut, gibt es eigentlich noch ETS außerhalb von Steam? Hat das noch jemand außerhalb von Steam? Alles, wie gesagt, wie immer, einmal beim Klimlink da, zick da drauf drücken, auf die Plus 1 und schon seid ihr dabei. Tri-tra-tra-tra. Aber vielleicht noch allgemeine Information. Pro Person einmal. Es bringt nichts, wenn sich jetzt einer von euch da 10, 20 Mal anmeldet. Das erkennt das System und blockiert es. Also ihr bekommt dadurch keine höhere Chance, deswegen macht das bitte nicht. Danke. Weil beim letzten Mal hat es jemand 25 Mal versucht, also 25 Mal angemeldet. Ja, wird mir alles angezeigt, wird alles gelöscht, bringt nichts. So, in dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag, ja, bis morgen 20 Uhr und zum Nikolaus, da bekommt, ja, mal mehr wie einer eine Chance, aber da lasst euch überraschen. Erstmal hohoho, Stiefel putzen und morgen schreibt ihr mir in die Kommentare, was ihr zu Nikolaus bekommen habt. Ich bin erstmal raus, peace and out.